Hallo ihr Lieben, der Sommer, der ist endlich da und zum Sommer gehört natürlich auch Eiscreme. Und ich habe ein Rezept aus dem Buch Vegan, die pure Kochlust gefunden, das tatsächlich mit nur 4 Grundzutaten auskommt und super einfach geht. Und das möchte ich euch jetzt ganz fix vorstellen. Wir brauchen 400 Milliliter Kokosmilch, 40 Gramm Kokosraspeln, 80 Milliliter Agavendicksaft, alternativ könnt ihr auch Zucker nehmen, und 50 Gramm fein geraspelte Zartbitterschokolade. Dann kommt einfach wirklich nur die Kokosmilch in unser Behältnis. Dann kommen die Kokosraspeln dazu und zum Schluss noch der Agavensaft und das Ganze wird dann schön untergerührt. Und das Ganze kommt jetzt erstmal ins Gefrierfach. Wie ihr seht, war das super einfach bisher. Das war jetzt 90 Minuten im Gefrierfach. Das ist jetzt noch nicht so fest gefroren, dass man die Schokostreusel nicht mehr unterheben kann, weil das ist ja jetzt die nächste Stufe. So, jetzt geht es ans Raspeln. Da könnt ihr dann einfach Zartbitterschokolade natürlich. Da raspelt man sich jetzt echt einen Wolf. Wer also dazu zu faul ist, dem schlage ich vor, der kann auch einfach hier solche veganen Zartbitter-Schokostreusel nehmen und ins Eis heben. Ich schummel jetzt nicht, deswegen dauert das noch ein bisschen, bis ich hier fertig geraspelt habe. Und zwar wird das jetzt ganz einfach untergehoben. Und das war's auch schon wieder. Das geht jetzt einfach nur in den Gefrierschrank und kann dann direkt vernascht werden, sobald es richtig schön eismäßig ist. So, wie ich es versprochen habe, ganz wenige Grundzutaten. Das geht super einfach und dann kann ich euch einfach nur noch viel Spaß beim Naschen wünschen. Mmh.